Die Nervosität steigt. Alle Nerven sind angespannt. Jetzt geht es um alles. Wir befinden uns in der Tiroler Versicherung in Innsbruck. Dort haben vor kurzem Jugendliche zwischen 15 und 25 Jahren eine Jury von ihrem gesanglichen Talent überzeugen müssen. Wer die sogenannte Singers Challenge gewinnt, darf im kommenden Jahr bei einer Tour mit vielen Live-Shows mitwirken und sich auch ein bisschen wie ein Star fühlen. Das Jugendland Performing Arts Center und der Tiroler Jugendclub unterstützen Jugendliche bereits seit mehreren Jahren mit diesem Projekt. Wir möchten Jugendliche unterstützen, auf ihrem Weg begleiten, ihre Stärken herauszufinden, auch ihr Talent zu entdecken mit unserer Hilfe, gemeinsam mit Jugendland. Und ja, das ist uns einfach sehr wichtig. Wir machen es, weil wir, so wie Jugendland insgesamt es macht, jungen Menschen Chancen geben wollen. Und die Chance, die sie hier bekommen, ist einzigartig in Tirol. Beim Casting stellen sich rund 20 Jugendliche der Herausforderung. Jedoch schaffen es nur 12 davon in die finale Besetzung. Keine leichte Aufgabe für Vocal Coach Kathi Wagner und Simon Kreutler. Hier geht jeder für jeden das Feuer. Im Regen stehen wir niemals allein. Gesangstechnisch werden die Jugendlichen von der Jury genau unter die Lupe genommen. Aber um auf der Bühne zu überzeugen, braucht es heutzutage mehr als nur eine gute Stimme. Wir schauen speziell heuer nochmal ganz speziell auf Mehrstimmigkeit. Können die Jugendlichen die Stimme halten? Können sie zweite, dritte Stimme singen und halten? Offenheit für Musik. Natürlich kann man nicht immer jedem das Recht machen, dass es nur Songs sind, die man ganz toll findet. Es wird auch welche geben, wo man sagt, da muss man durch. Auch von der Schwierigkeit her, man muss sehr motiviert sein, weil ohne zu Hause zu üben, wird es sich nicht ausgehen. Man muss wirklich was tun zu Hause. Und natürlich auf die Persönlichkeit schauen wir auch. Wie trittet der Jugendliche uns gegenüber? Und so werden wir sicher wieder eine gute Gruppe zusammenkriegen. Egal ob mit oder ohne Instrument, in kürzester Zeit gilt es, die Jury zu überzeugen, um dem Traum, Musiker zu werden, ein Stück näher zu kommen. Mit all deinen Farben und deinen Namen. Irgendwie, ja, Musik, muss ich sagen, ist mein Leben. Also, wenn es mir schlecht geht, höre ich Musik. Wenn es mir gut geht, ich singe, wenn ich aufgeregt bin, wenn es mir gut geht. Also, es ist eigentlich immer da. Ich möchte es unbedingt schaffen, dass ich bei der Singers Challenge dabei bin, weil ich glaube, dass man sehr viel bringt musikalisch und dass ich mich brutal weiterentwickeln kann damit. Nach dem Casting sind die Sieger der Singers Challenge bereits verkündet worden. Wer es alle geschafft hat, das kann man bereits auf der Homepage vom Tiroler Jugendclub nachlesen. Und für alle, die dieses Jahr leider nicht dabei sind, Kopf hoch und dranbleiben. Die nächste Möglichkeit kommt bestimmt.